So, da wäre ich auch wieder bei Memoria. Neue Aufnahmesession. So, was können wir jetzt hier alles machen? Schickes Geröll können wir uns angucken. Hier sind wir uns das erste Mal begegnet. Du wolltest mich einfangen wie ein Vogel. Ich konnte ja nicht wissen, dass du so groß sein würdest. Und so dickköpfig. Das musst du gerade sagen. Stimmt. Auch wenn wir sonst nicht viel gemeinsam haben, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aha, da hinten irgendwo. Hier sind wir uns... Hier sind... Achso, okay, dann gehen wir zum Zeltplatz. Wer sind diese Leute? Diese Statuen machen mir Angst. Sie sehen aus wie die Grabsäulen aus Fahis Erzählung, nur mit Gesichtern darin. Heda, was ist hier los? Reda, ich kann so nicht arbeiten. Magister Bodiak? Dieser Mann stört meine Ermittlungen. Rede mit ihm. Schick ihn fort. Ich habe für so etwas keine Zeit. Es tut mir leid, aber das Kampfseminar der Magier zu Andergast hat dieses Gebiet bis auf Weiteres gesperrt. Du gehst besser nach Hause. Was ist hier geschehen? Eine Meute aus der Stadt wollte einen fahrenden Händler aus dem Land jagen. Und das wurde aus ihm, tada, otulamidische Säulen mit andergastischem Kern. Vom Händler fehlt jede Spur. Er ist verschwunden? Jep, und jetzt kusch dich. Sonst widerfährt dir womöglich noch das Gleiche. Es ist doch alles verhext. Fahi war unsere beste Möglichkeit, dich zu heilen. Aber ist er nicht böse? Hat er nicht die Menschen versteinert? Nuri, das war ein Andergaster Lynchmob. Hätte ich es gekonnt, ich hätte sie auch in Klötze verwandelt. Er muss hier irgendwo eine Spur hinterlassen haben. Besser, ich finde sie, bevor die Magier vom Kampfseminar es tun. Sonst stehen wir wieder am Anfang. Tasche, sieht verführerisch aus. Pass auf, Junge. Ich habe gute Augen. Auch ein schwaches Herz. Hammer. Löffel weg von meinem Hammer. Eine Absperrung. Finger weg. Nicht so lange dieser Magier. Boah, okay. Da gehen wir halt um die Lichtung herum. Edge. Ach was. Hey, das Seil hängt da nicht ohne Grund. Dann tun wir halt das hier. Besser nicht. Dafür bin ich zu weit weg. Heda, gibt es denn gar keine Spur des Händlers? Doch, er führt einen geschliffenen Doppelkunchioma, mit dem er jede Nervensäge in kleine Scheiben schlägt. Woher weißt du das? Ich sehe es. Er steht damit grinsend hinter dir. Nein, wir wissen immer noch nichts. Und jetzt verschwinde bitte. Wie sah der Magier aus? Sonst bekomme ich nur noch mehr Ärger. Fühlt's auch. Wenn ich auf die Lichtung will, muss ich sie irgendwie ablenken. Ja, womit? Nur mit Nuri am besten. Sie sieht nett aus. Ich weiß. Aber darauf können wir uns nicht verlassen. Wie viele Angreifer waren es? Nuris alte Hals. Ich trage sie. Das wäre auch eine Option. Besser nicht. Ach, kaum hat man eine neue Session gestartet, schon... Oder geht sie noch weiter nach rechts? Nee. Er ist zu weit weg. Wie sah der Magier aus? Heda! Ist da jemand drin? Sie kann nichts hören. Und ich durch dieses Geschrei auch nichts. Also bitte. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Fragt ihr mich? Ah, er ist ja immer noch hier. Breda, ich erwarte mehr soldatische Härte. Mach, dass er verschwindet. Ich kann so kein Wort verstehen. Verschwinde. In Ordnung. Der Geist muss sich mit versteinert haben. Aber erst muss ich herausfinden, was mit Fahi geschehen ist.
Dazu müssen wir die ganzen Leute ablenken. Er ist ein lustiger Kauz. Ich höre solange nichts. Er nicht sieht, dass ich einen sprechenden Rang bei mir habe. Geron, ich kann noch nicht wieder fliegen. Ich weiß, Nori. Ruh dich aus. Ich schaff das schon allein. Je nach Anagast soll's jetzt nicht. Ich will mir die Hotspots jetzt angucken. Also irgendwie eine Absperrung, die momentan nicht abkriegen, wie Steine sollen überall. Wie sah der Magier aus? Können wir mit ihm endlich mal reden hier? Mit ihm zu reden ist hoffnungslos. So, um die Lichtung herum können wir denn mit der Alten reden? Wenn ich auf die Lichtung will, muss ich sie irgendwie ablenken. Wenn das wirklich versteinerte Menschen sind, sollte ich mit meinem Zauber vorsichtig sein. Ja, auf die Truhe funktioniert das nicht, okay. Ich höre nichts. Keinen einzigen Gedanken. Das ist zu stabil. Besser nicht. Was ist hier geschehen? Was ist hier... Hier gibt es nichts zum Schneiden. Eine Steinsäule mit einem steinernen Schwert und einem fein gehauenen Bart, wenn er denn gehauen wäre. Diese Säulen erinnern mich an Fahis Beschreibung der Grabkammer. Die Säule, sie trägt das Gesicht der Fleischerin vom Markt. Was ist hier geschehen? Ob er glaubt, damit mit ihr reden zu können? Es sieht nicht aus, als würde sie ihm antworten. Ich kehre erst zurück. Der Geist muss sich mit versteinert haben. Das Kampfseminar nimmt noch nicht lange Frauen in ihre Hallen auf. Ich habe sie schon einige Male auf dem Markt gesehen. Das Kampfseminar nimmt noch nicht... Wie sah der Magier aus? Dafür bin ich zu weit. Wie lenken wir die denn ab? Hey, das sei... Besser nicht. Wenn ich auf die... Ich hab doch keine Ahnung, wie wir die ablenken sollen. Es würde nur stumpf. Dafür muss ich erstmal ungesehen... Dafür bin ich... Jetzt hier gerade überhaupt nichts machen. Nein, ich lasse es. Das bringt nichts. Wie ich muss Fahi frei verwahren es. Nur er kann mir helfen, Nori zurückzuverwandeln. Nori ist noch zu schwach, um einen so schweren Gegenstand zu stehlen. Nori könnte sich vor dem Magier als der Versteinerte ausgeben, doch ist ihre Stimme dafür nicht tief genug. Psst! Nori, kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab! Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein! Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es? Sag, du wurdest überrannt. Wie sah der Magier aus? Er trug einen kleinen Affen auf der Schulter. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Ihr wart in einen Hinterhalt geraten. Sie kamen von hinten. Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht.
Was für eine Zeitverschwendung. Es scheint, der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Ha! Ich habe Kontakt. Was sagt sie? Braucht ihr Hilfe bei der Mitschrift? Nein, der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Pass auf, Jo. Löffel. Ja, Nui ist jetzt bei dem und lenkt den ab. Mit ihm zu reden. Wenn ich auf die Lichtung will. Och Mensch, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir Nuri dazu gebracht, den da abzulenken. Nu? Nuri, erzähle dem Magier etwas anderes. Auf die Frage, wie viele Angreifer es waren, sagst du... Sag, es war nur einer. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Es war zu neblig, du konntest nichts erkennen. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Er erfolgte aus dem Zelt. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach... In den Wald. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht. Die Aussage hat sich geändert. Mitschrift? Nein, der Bericht ist unkompliziert. Okay. Nuri! Wir brauchen also etwas Kompliziertes, okay. Auf die Frage... Sag mal 11 bis 15. Sag 11 bis 15. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Er trug eine kokosfarbene Brosche auf der linken Brust. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Er erfolgte aus Nordost. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach... Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche auf der linken Schulter. Dann mal los. Nein, nein, wir konnten uns das jetzt merken. Danke, Nuri. Du bist mir eine große Hilfe. Und wieder eine neue Geschichte. Sie kamen aus Nord... West? Und gingen dann wohin? Breda, wo bleibst du? Ich kann mir das alles doch nicht alleine merken. Das wird sie erst einmal beschäftigen. Na dann wollen wir jetzt mal loslegen. Es ist fest verzäunt. Du hast doch ein Messer. So, du kannst sogar nicht das Schloss kaputt machen. Nichts geschieht. Die wenigsten Schlösser lassen sich von meinem kümmerlichen Zauber beeindrucken. Jemand mochte es wohl nicht. Du hast ein Messer. Das Schloss ist zu schwer. Da ist ein Schloss. Ich kann es doch nicht einfach aufreißen. Warum nicht? Gehen wir mal ins Zelt. Oh, ein Kissen. Wofür auch immer. Noch mehr Kissen. Achso, wir können das hin und her räumen. Igitt. Was auch immer da drin ist, es stinkt fürchterlich. Kannst du die Kiste wenigstens mitnehmen? Nee. Ach, so habe ich schon alt gedrückt. Ein Sitzkissen. Mit nichts drin da und den Teppich. Sie riechen seltsam. Irgendwie... Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Gurken, würde ich mal behaupten. So, das Kästchen.
Kästchen ist leer, okay. Bett. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oh je. Bis ich da oben bin und die Matte sich beruhigt hat, bin ich längst aufgeflogen. Okay, dann verziehen wir uns. Kann hier nicht raus. Ich würde den Magiern direkt in die Arme laufen. Dann müssen wir uns verstecken. Wenn sie wirklich gleich das ganze Zelt durchsucht, würde sie mich auch da finden. Es hilft alles nichts. Ich muss hier raus. Ich kann hier nicht raus. Ich würde den Achso, erst kann er nicht raus. Das ist kein gutes Versteck. Als wenn ich mich darunter... Wäre doch eine Möglichkeit. In der Ecke findet sie mich doch sofort. Wie wär's mit dem Kästchen? Oh. Und den Wandteppich? Wenn hier nur eine Tür wäre. Wenn hier nur... Mal gucken. Schnell, verschließen. Geschafft. Und bring den Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war knapp. Huch. Hier steht ja noch einer. Offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier... Praios, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Tja, was uns verschwiegen hat, gucken wir uns demnächst mal an. Bis dahin. Ciao.